Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 37. Folge von Assassin's Creed Unity. Und wir machen uns jetzt auf die Suche zur nächsten Mission. Und wir sehen sie nicht, da ist sie aber. Der Fall von Robinson hier. Ja, ab zu Robespierre würde ich mal sagen. Springen. Los. Tu es. Graf. Nee. Ah, no. Nicht Enzio. Ach. Ich habe inzwischen auch wieder das alte Assassin's Creed 2 vielleicht mache ich da mal den Mann. Wer weiß. Oh, das zweite immer das coolste. Ich müsste das eigentlich nochmal spielen. So komplett durch. Wieso nicht? Na ah, wirklich, wieso eigentlich wirklich nicht? Na, okay. Nach dem Skyrim Play Let's Play kommt Assassin's Creed 2. Und danach irgendwas anderes. Ich erhielt deine Nachricht. Was geht vor? Vielleicht haben wir Robespierre zu sehr diskreditiert. Oh. Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Er machte vage Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Luxemburg-Gefängnis. Seine Hinrichtung ist für den Morgen anberaumt. Dann sollten wir besser schnell zu ihm. Wieso sollen wir jetzt den wieder... Paris der Freiheit! Ich verstehe das. Elise, lauf einfach vor mir weg. Aber ich verstehe das jetzt nicht. Warum sollen wir denen jetzt wieder helfen? Was heißt eigentlich Diskreditierung? Nachgucken. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nichts. Was zum Teufel? Die waren von der Nationalgarde. Sie sagen, oder verdammt, euch sagen, wenn er entkommen ist. Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Das Untergraben der einer Person, der das Elise. Untergraben des einer... Was ist hier geschehen? Oh, Entschuldigung. Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune greifen uns auf den Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin zurück. Ach. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Gut. So, erstens, es heißt, als Diskreditierung bezeichnet man das gezielte Untergraben des in einer Person oder eine Sache gesetzte Vertrauen der Öffentlichkeit. Ja, das haben wir gemacht. Zweitens, der Typ, der jetzt zum Arzt geht, wieso hat er das nicht vorherhin getan? Und drittens, wenn die Leute Robespierre zum Luxemburg-Gefängnis gebracht haben und jetzt überfallen wurden, wieso wollen sie dann immer noch dahin? Tut mir leid, aber das erschließt mich noch nicht so ganz. Naja, Liberam ist immer gut. Dann bekommt man Geld oder irgendwas anderes. So. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Oh. Doch. Da liegt einer, also ich soll den Aufständen folgen, scheinbar. Ja. Da liegt auch einer.
Da ist die Person. Mörder! Da hinten! Bastard! Tyrann! Denkt an das Tor! Ah, gut, dann hinterher. Würde ich einfach mal sagen. Warte mal, will ich den gerade... Das hier war ja mal mega genial. Ich sollte den Typen nur verfolgen. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn gerammt. Ah, meine Logik ist auch manchmal ziemlich doof. Wie ich gemerkt habe, aber egal. Dann einfach mal den Dächer folgen. Mal gucken, ob das klappt. Nicht in einen Kampf geraten. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Hä? Wieso läuft der? Hallo? Na toll. Ich glaube, das war's schon. Ja. Wir müssen jetzt in diesem Kreis nach der Person suchen, oder? Was meint der jetzt? Der Kreis wird ja immer größer. Lauf doch. Du kommst sofort her! Die! Mach doch schneller. Wir müssen den Typen verfolgen, verdammt nochmal. Irgendwie verstehe ich das Verfolgungssystem noch nicht so ganz. Muss ich mal wieder sagen. Ich bin, a little bit confused. Oder? Wir müssen einfach nur den Kreisen folgen, oder? Was müssen wir machen? Ja, gehen wir lieber hier hoch. Also die Extremisten sind jetzt gegen die anderen Leute, gegen die Wache. Gott sei Dank seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sie. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. So sind jetzt die Kommune ist also jetzt die Extreme. Wir waren, dass die revolutionäre Kommune, die sich schuldig machte, den kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen, während die Justiz ihre Pflicht tut. Ja, okay, das verstehe ich. Aber... Hör auf zu labern. Nein, was wollte ich gerade sagen? Also die Extremisten sind jetzt die Kommune, während die anderen der Nationalkonvent ist. Jetzt weiß ich nur dummerweise auch wieder nicht, was der Nationalkonvent ist. Denn ich habe keine Geschichte. Deshalb habe ich leider ein bisschen Probleme. Aber ich glaube, Google ist mein Freund. Nein, das ist gerade nicht. Also. Sofort stehen bleiben! Nationalkonvent. So, wo sind wir gerade? Ah! Irgendwo müssen wir ins Haus rein. Gut. Achso, das war einfach nur die Regierungsform. Gut.
während der Revolution. Ja gut, dann haben wir das auch schon geklärt. Und ja, wie kommen wir jetzt da rein? Naja, den ersten können wir ja töten per Kopfschuss, oder? Kriegen wir es hin? Gut. Lass mich los. Bitte. Haben wir jetzt dafür einen Berserkerfall genutzt? Ja. Okay, mal gucken, was du da tust. Da vorne ist die Person. Gut, wie kommen wir da ran? Ja, zumindest sorgt unsere vergiftete Person jetzt für ein bisschen Unruhe. Das ist schon mal schön. Ja, jetzt haben wir die auch vergiftet. Oder mit einem Berserker-Gift. Oder Berserker. Wir haben den einfach mit dem Berserker-Pfeil abgeschossen. Ganz einfach. Wo ist sie? Ich weiß, dass du sie vor mir versteckst. Ich finde es. Der ist gestorben. Wieso ist der gestorben? Der hat niemanden umgebracht. Wieso? Das ist unfair. Sollte jemanden umbringen. Wieso hat er niemanden umgebracht? Ah, na toll. Jetzt muss ich das mal wieder selber machen. kommen wir darüber rein? Also, so können wir den leider nicht treffen. Ja, wir können ihn zumindest eliminieren. Ja. Immer. Eliminiere ihn doch einfach. Oder so geht's auch. Ach ja, wir haben den nicht eliminiert wegen den da. Den können wir jetzt allerdings eliminieren. Oder wir geben den auch einen Kopfschuss. So, da ist kein Fenster offen. Das ist jetzt natürlich doof. Das bedeutet, wir haben die beiden umsonst gekillt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Erstmal rutschen und dann weiter. Der Konvent hat Wahrheit. Ah, da vorne ist ein Fenster offen. Gut. Ich hoffe, ich habe es gesehen. Hallo, hoch mit dir. So, jetzt hier runter. Gut, also ich habe das scheinbar das Fenster gesehen. Ja. So, ist hier irgendjemand hinter der Tür? Nur der da. Müssten wir allerdings hinbekommen. Gut. Da ist auch direkt eine Truhe. Wie schön. Gut. Was? Wir kommen da nicht durch? Das ist doch scheiße. Ich dachte, wir könnten jetzt uns so schön durch die ganzen Gemächer sneaken. Aber das tun funktionieren leider nicht. So. Wir haben jetzt auch wieder keine Medizin mehr. Das ist schade. Und auch keine Klingen mehr. Also nicht mehr so viele. Ich weiß nicht, ob ich den treffen werde. Schade. Ja, Phantomklinge ist wahrscheinlich die bessere Wahl.
Komm. Lauf und wir haben nicht getroffen. Oder? Doch, wir haben getroffen. Nein. Oh. So. Komm. Mach dein. Aua. Ey, hör auf. Ah, okay. Immerhin ist uns nichts passiert. So, hat er vielleicht Munition oder Medizin dabei? Sieht nicht so aus. Schade, aber wir haben wieder Munition. Okay. Lauf doch einfach drüber. Gut, den noch einen geben und dann können wir rüber. Super. So. Räumen wir erstmal alles auf. Komm, schleich dich an. Perfekt. Und eliminieren. Ach, wir sind gut. So, die kriegen wir nicht von hier aus. Ne? Ne. Ne. Dann einmal kurz Deckung wechseln und... Ja, Berserkerklinge, genau. Nehmen wir... den Großen. So, du darfst jetzt nicht abhauen. Das ist mein letzter. Lass mich los! Bitte! Warum tust du... Ich erinnere mich dran, nie dort zu essen, wo ihr gerade wart. Super. Jetzt haben wir ein bisschen Fernsehen und gucken, wie die gegenseitig sich abboxen. Und wir sind schon mächtig über der Zeit. Also ich würde sagen, tut mir leid, aber wir machen genau hier jetzt den Cut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.